Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du dabei bist. Ich heiße Max und ich möchte heute nochmal über ein paar Bücher der letzten Zeit sprechen. Heute ganz gerne in der etwas rascheren und oberflächlicheren Hausmeister Edition. Es geht also nicht so sehr um literaturanalytische Kriterien, sondern ich möchte vor dem Jahreswechsel nochmal reine machen, okay? Nochmal ein bisschen sauber hier die Bücherregale gestalten, nochmal das eine oder andere Buch einsortieren. Das ist ungefähr heute so das Ziel und ich hoffe, für euch ist was dabei. Unten in den Zeitmarken findet ihr vermutlich einige Themen und Bücher, denn ich weiß noch nicht genau, welche Bücher ich besprechen werde. Ich bin von Literatur umringt, wie meistens, aber ich kann natürlich nur einen Bruchteil dessen heute bequatschen, denn ihr wisst es alle, Zeit und die Energie und so weiter und so fort. Und man hat ja auch Pläne für heute Abend, nicht wahr? Ich lese im Moment Die geheime Geschichte von Donna Tartt aus dem Jahr 1992, ein US-amerikanischer moderner Klassiker. Für 2024 war dieses Buch angedacht, aber es lag glücklicherweise auch schon unter dem Weihnachtsbaum. Wenn ich mal den Vogel hinbekomme, dann könnte ich euch zeigen, wo ich gerade bin. Ich bin auf Seite 430, glaube ich. Na komm schon, Buch, hilf mir doch mal. Tada! Dankeschön, liebes Buch. Es hat 730 Seiten, ist also doch ein ziemlicher Brummer. Ich hatte lange Zeit mit diesem Buch inhaltlich meine Probleme, wenngleich man es sehr schnell lesen kann, weil es einfach geschrieben ist. Die Sprache ist, wie gesagt, ja, man kann sie einfach nennen, man könnte sie aber auch so ein bisschen beliebig und verwaschen nennen. Also Metaphern aus allen möglichen Bereichen werden in meinen Augen ohne Sinn und Verstand hintereinander geknüppelt. Kfz-Wesen, Floristik, Kriegsmetaphorik, ohne dass das jetzt wirklich eine Struktur hätte. Andererseits besteht dieses Buch fast nur aus Handlung, Handlung, Handlung und dadurch kann man es eben auch ganz gut lesen. Immer wieder reden Leute über etwas, was geschehen ist. Es ist für mich auch ein Aufwachsimulator. Ich habe noch niemals ein Buch gelesen, in dem der Protagonist, unser Ich-Erzähler Richard, so häufig aufwacht wie in diesem Buch. Immer wieder heißt es, ich erwachte, weil Henry vor mir stand. Ich erwachte, weil ich unbedingt Camilla anrufen wollte. Als ich erwachte, hörte ich Francis. Na, immer wieder wird aufgewacht und dann trifft man sich und bespricht etwas. Das ist offen gestanden erzählerisch wahnsinnig einfallslos. Aber wie gesagt, man kann es doch ganz gut lesen. Und im zweiten Teil überführt sich die Geschichte dann selber in einen mehr oder weniger klassischen Kriminalplot. Ich weiß natürlich nicht, wie es ausgeht, aber ich nenne Donna Tartt für mich tatsächlich unbeabsichtigt. Ganz gerne auch Donna Leon. Es rutscht immer mal wieder durch und passt eigentlich auch ganz gut. Ich habe mit diesem Buch, abgesehen von der Sprache, auch noch so ein paar andere Probleme. Und das eine ist, dass es sich wirklich liest wie eine literarische Travestie. Jugendliche, 19, 20, 21-jährige College-Studenten des Altgriechischen reden die ganze Zeit über Themen, als wären sie 60-jährige, etwas spießig gewordene Erwachsene. Die reden darüber, wie man einen Smoking kombinieren kann, welche Whisky- oder Zigarrenmarke man konsumiert. In Beziehungsproblemen wird hier auch auf eine Weise miteinander kommuniziert, die man nicht anders als ältlich und relativ versteift bezeichnen kann. Es geht um Dividenden, es geht um die Frage, wie viel Geld man gerade hat, vielleicht auch Aktienbesitz der Familie und wie häufig man ins Restaurant geht. Und diese seltsamen, grotesken Themen für 19-, 20-Jährige werden auch nicht psychologisch irgendwie motiviert. Klar, damit wird vielleicht dieses Dark Academia-mäßige, diese dunkle Ästhetik nochmal ein wenig deutlicher gemacht. Also, dass die, es geht übrigens um 6 College-Studenten, die Altgriechisch studieren und ja, zu Beginn werden die eben in irgendeiner Weise eingeführt. Es wird so eine Stimmung am College erzeugt und dann wird das Ganze in einen Kriminalplot überführt. Ich würde mal sagen, in einer Minute spoilere ich mal hart für diejenigen, die jetzt schon gemerkt haben, es ist kein Buch für sie, aber dennoch wissen wollen, worum es geht. Ungefähr, ja, so in 45 Sekunden, damit ihr Bescheid wisst. Und was mich auch noch stört, ist eben diese Harry Potter-mäßige Szenerie im Hintergrund, also ein vielleicht nicht altehrwürdiges, aber doch wichtiges College in den USA, ein fiktives namens Hampton. Es gibt an der Universität Cliquen, die sich gebildet haben. Außenseiter und Lichtgestalten flanieren über den Campus. Angeblich hochkomplexe Lehrinhalte werden von leicht schrulligen Lehrkörpern unterrichtet. Aber das wird in meinen Augen auch niemals aufgebaut, sondern dient tatsächlich einfach nur als Versatzstück Sammelsurium. Es ist wie drüber gestreuselter Parmesan, der aber niemals in der Tiefe erläutert wird. Und gerade beim Thema des Altgriechischen wäre das ja ganz wunderbar. Herauszufinden, welche Texte gelesen werden, wie sie verstanden werden. Eine gemeinsame Textanalyse vielleicht, aus der man dann etwas für das eigene Leben zieht. Das wäre so eine wunderbare Möglichkeit. Aber Donna Leon alias Donna Tartt vergibt das in meinen Augen. So, jetzt kommt der Spoiler, worum es geht. Diese
fünf Jugendlichen, denn Richard, der Ich-Erzähler, zählt zu Beginn noch nicht dazu. Er kommt erst zu dieser Altgriechisch-Bande. Die fünf jugendlichen Altgriechisch-Studenten wollen ein Bacchanal feiern, also eine Dionysos-Party. Und dafür haben sie dann eben bestimmte Vorbereitungen getroffen. Und im Verlaufe dieser Nacht, die offenbar auch wirklich in der Entrückung und Entzückung endet, also die sind nicht mehr Herr ihrer Sinne, da kommt es zu einem Mord bzw. zu einer Tötung. Es ist offenbar nicht absichtlich geschehen, aber sie töten einen benachbarten Farmer auf dessen Land, auf dem sie da eben die Bacchanalien feiern. Und ein Junge ist da nicht beteiligt. Ach so, es sind übrigens, ich habe gelogen, es sind nur vier Jugendliche. Richard, der Ich-Erzähler, war nicht dabei und auch Bunny war nicht dabei. Bunny ist einer der Clique der Altgriechisch-Studenten, der allerdings so ein bisschen als störend empfunden wird von den anderen und den sie daher von diesen Bacchanalien ausschließen, damit er nicht so peinlich hustet und damit die tolle Stimmung vielleicht vertreibt oder der soll keinen blöden Witz machen darüber, dass man hier gerade in einer alten Toga über eine Wiese streift. Deswegen wird er ausgeschlossen, aber er bekommt das mit, dass die vier Kommilitonen jemanden umgebracht haben. Und daraufhin bedroht er sie oder er macht sich über sie lustig, erscheint sie dann nach und nach auch zu erpressen und deswegen beschließen sie, diesen Bunny umzubringen. So, das ist die Geschichte und das klingt jetzt eigentlich ganz wunderbar spannend und ich gebe zu, die Kriminalhandlung, die catcht mich schon. Also auch ich möchte herausfinden, wie die Polizei hier interagiert, ob man jemanden in die Pfanne hauen wird. Ich habe die ganze Zeit die Befürchtung, dass Henry, dieses düstere Genie, Richard in die Pfanne hauen will. Ich habe aber keine Ahnung, wie es ausgehen wird. Die zwischenmenschlichen Animositäten und Beziehungsgeflechte, die sind dann für diesen Kriminalfall doch, glaube ich, ganz gut geeignet. Aber insgesamt ist das für mich wirklich ein netter und belangloser Schmarrn. Also nichts davon fühlt sich in irgendeiner Richtung wichtig an. Ich verstehe auch nicht, warum man ein 730-Buch zu diesem Thema verfassen muss mit 730 Seiten. Das ist doch etwas, überladen, ausgefallen. Gut, ich vermute mal, dass ich zu diesem Buch keine weitere Besprechung abdrehen werde, außer es verändert sich jetzt nochmal und ich finde es am Ende doch wunderbar. Ich habe den vierten Roman von James Baldwin gelesen, nämlich Beale Street Blues aus dem Jahr 1974. Und bei diesem tollen Cover müssen wir natürlich Booktube-Blödsinn betreiben. So, liebe Leute, sieht es toll aus? Vielleicht könnten wir das als Thumbnail benutzen, dann hätten wir auch mal was Schickes, Genre-typisches unternommen hier. Ja, ich schätze James Baldwin natürlich sehr. Ich mag ihn als großen gesellschaftsanklagenden Schriftsteller. Ich mag vor allem die Behandlung von Rassismus, Homophobie, von Sexismus, von religiöser Bigotterie in seinen Werken, die er immer wieder auf neue Weise kombiniert. Ja. Ist natürlich eine sehr leidenschaftliche Sprache, eine, die manchem Leser vielleicht auch auf die Nerven fällt, weil er gerne mit Gegensätzen arbeitet. In seinen Texten finden sich häufig Passagen, die sinngemäß lauten: Ich liebte ihn, ich hasste ihn. Beim Sex vernichtete er mich, er baute mich auf, ich fühlte mich geborgen, ich fühlte mich ausgeliefert. Also James Baldwin versucht eben die Gegensätze der Gesellschaft und dieses aggressive Potenzial, was aber häufig auch in Liebe umschlägt, im Einzelnen ebenso zu verorten. Und das ist eine Literatur, die ich schätze. Ich mag das leidenschaftliche und gerne auch chaotisch übertriebene Element in Literatur ganz gerne, wenn es einen Kern hat, den ich nachvollziehen kann. Und da ist bei ihm eben diese gesellschaftsanalytische und auch gesellschaftsverändernde Motivation natürlich durchaus erkennbar. Die Beale Street ist eine Straße in Memphis und James Baldwin sagt zu Beginn auch, ich zitiere, alle Neger stammen aus der Beale Street, die Beale Street ist unser Erbe. Also das scheint sozusagen für die Schwarzen der Ursprung zu sein. Nicht wahr? In positiver wie auch in negativer Hinsicht. Also die Beale Street ist ja auch als Ort der Musik bekannt, ist also auch ein Identifikationsort. Gleichzeitig steckt darin natürlich auch der Rassismus. Ja, der Rassismus der Weißen, vor allem im Süden, der da, aber natürlich auch im Norden, irgendwie in New York und in Chicago bemerkbar war, ist ja klar. So, worum geht es denn in dieser Geschichte? Es geht um Tish und Fonny. Tish ist unsere 19-jährige schwarze Ich-Erzählerin, relativ arm und ungebildet, was man in ihrer Sprache auch bemerkt, geprägt, wie gesagt, von diesen Gegensätzen, von einer sehr leidenschaftlichen, introspektiv geprägten Sprache, die also immer wieder Gefühle und Gedanken beleuchtet. Zusätzlich ist diese Sprache noch äußerst vulgär, geprägt von Kraftausdrücken, geprägt von grammatischen Fehlern, was also diese Tish authentisch, also lebensecht und realistisch vor uns auferstehen lässt. Sie ist schwanger. Ihr Freund ist Fonny. Die beiden haben eine sehr liebevolle Beziehung, also tatsächlich geprägt von aufrichtigen Gefühlen füreinander.
Allerdings ist Fonny im Gefängnis. Das ist das große Problem. Denn Fonny ist von einem rassistischen Officer namens Bell der Vergewaltigung an einer, ich glaube auch Immigrantin, bezichtigt worden. Was allerdings offiziell und objektiv gar nicht sein kann. Also offiziell für unsere Erzählhaltung. Wir wissen also, dass das tatsächlich nicht der Fall war. Die Zeugen für Fonny sind allerdings schwarz und sind daher für die Polizei keine Bürger erster Klasse. Und sie sind eben auch von der Polizei so sehr unter Druck gesetzt worden, dass sie ihre Zeugenaussagen vielleicht nicht mehr zu Gericht oder zu Protokoll bringen wollen, weil sie Angst haben vor diesem rassistischen Justizsystem. Das ist also das Thema dieses Romans, ja, das rassistische Justizsystem in den Vereinigten Staaten 1974. Gleichzeitig ist New York relativ wichtig in diesem Roman. New York, was damals eine enorm hohe Kriminalitätsrate hatte. Die Menschen haben sich nicht wohlgefühlt. Ja, überall sind Betroffene von Drogen, von Alkohol auf den Straßen zu sehen. Also sehr viele Junkies, sehr viel Rassismus, der auch offen zutage tritt. Die Leute gehen also miteinander durchaus sehr grob und unfreundlich um. Und dieses Gefühl, dieses Bedrohungsgefühl, kann James Baldwin eben auch sehr gut aufzeigen. Außerdem geht es immer wieder auch um diese beiden Familien von Tish und Fonny, die aufeinandertreffen, um jetzt eben zu beraten, was man machen könnte. Und hierbei kommt diese für mich viel stärkere Bedeutung von James Baldwin nochmal in den Vordergrund, denn ich denke, dass der Verlag ja auch damit wirbt, es sei eben der große Roman über den rassistischen Justizapparat der Vereinigten Staaten in den 70er Jahren, weil das vielleicht heute die Leser catcht, die eben wissen wollen, ey, wow, was ist denn damals passiert? Wie unfair war denn damals die Welt und was könnten wir heute anders machen? Für mich ist James Baldwin aber deshalb so stark, weil er eigentlich der Vorläufer der sogenannten Identitätspolitik und Identitätsliteratur war, zu einer Zeit, als das noch gar nicht so denkbar war. Und ein Begriff, der uns heute vielleicht durchaus aufstößt, weil er so seltsame, groteske Ausformungen angenommen hat, also dass nur noch diejenigen über dieses Feld in der Weise reden dürfen, sonst bla bla bla. Ihr kennt ja all diese skurrilen, auch Verformungen ursprünglich wichtiger und notwendiger Diskurse, denke ich. Und James Baldwin hat zum ersten Mal erkannt, dass die Schwarzen vom Rassismus alle gleichermaßen betroffen sind, aber dass es vielen Schwarzen nicht gelingt, eine gemeinschaftliche Organisation zu finden, weil die Schwarzen eben untereinander ja auch geprägt sind von Vorurteilen, von Gehässigkeiten. Zum Beispiel sind die schwarzen Männer häufig sexistisch. Also die Frauen werden aus dem Raum geschickt, die Ehefrauen werden geschlagen. Deswegen sind manche Leser in meinen Augen irrigerweise davon ausgegangen, dass James Baldwin auch ein Sexist war. Das ist natürlich Blödsinn. James Baldwin baut einfach akkurate, genaue Charaktere auf und er beleuchtet sie unter den Gesichtspunkten, die für ihn damals entscheidend sind. Ja, was heißt damals? Er hat ja in der Zeit geschrieben, die eben auch hier die Handlung betrifft. Also das ist für mich einfach ein wunderbar reicher, wenn gleich brutaler Aufbau von Figuren. Gleichzeitig sind diese Figuren häufig auch von Homophobie befallen. Deswegen ist es für ihn als schwulen Schwarzen natürlich sehr schwer gewesen, in Amerika heimatlich sich zu fühlen. Ja, oder sie sind bigott, weil sie einfach sagen, wir sind von diesem Rassismus natürlich betroffen, aber wir glauben nicht, dass wir etwas verändern können. Was wir also tun, ist davon auszugehen, dass Gott diese Welt so aufgebaut hat und wir müssen uns demütig dieser Welt unterordnen. Und diese sehr seltsame passive Haltung ist natürlich für andere ein Affront, ja, dass hier Menschen die politischen Möglichkeiten beiseite schieben mit dem Hinweis auf Gottes Weltfügung. Es gibt diese Stelle, da ist die Mama von Fonny gegenüber Tish so aggressiv. Sie sagt, Tish, du bist der Teufel. Du bist nämlich unverheiratet schwanger geworden. Du hast meinen Sohn Fonny versucht. Du bist der Teufel. Und die Schwester von Tish rastet aus, weil sie darin die Passivität erkennt, die eine schwarze Gemeinschaft darin hindert, ja, gemeinsam und dadurch in Stärke gegen Rassismus vorzugehen. Und auch sowas kann er beleuchten. Und diese Felder, diese Gebrochenheit in uns Menschen, die kann man natürlich auch auf die Gegenwart anwenden. Also ich kann das auf jeden Fall, auch wenn ich nicht schwarz und nicht schwul und nicht bigott bin, habe auch ich natürlich meine Felder, dass ich manches sehr klar erkenne und an anderer Stelle Vorurteile habe oder Gehässigkeiten oder Eigeninteressen, die mich daran hindern, etwas vielleicht auch mit anderen gemeinschaftlich aufzubauen oder die mich von anderen wegtreiben, obwohl darin eine Schwäche meinerseits liegt. Also diese Bücher sind für mich tatsächlich häufig Therapie, auch wenn es weh tut, sie zu lesen. Sind dadurch zeitlos gültig, so würde ich das mal jetzt zusammenfassen. Ich kann verstehen, dass man mit der Sprache manchmal so seine Probleme hat. Die Erzählperspektive ist leider hier nicht komplett durchgehalten. Vieles wird nur angedeutet, von dem her kein perfektes Buch in meinen Augen. Es bekommt aber dennoch 8
von 10 Punkten. Und wenn ihr James Baldwin noch nicht kennt, aber jetzt neugierig geworden seid, dann empfehle ich euch einfach das Debüt von dieser Welt. Für mich ist das ein überragend starkes Buch, auch relativ knapp gehalten. Also man muss jetzt nicht zu seinem 800-Seiten-Roman greifen, um die volle Dröhnung James Baldwin abzubekommen. Von dieser Welt ist ein gigantisches Buch, wirklich ein wunderbares Buch. Genau, so, was will ich euch jetzt vorstellen? Ich überlege nochmal. Wir bleiben in den 70er Jahren, genauer gesagt sind wir jetzt im Jahr 1971. Wir reisen über den Atlantik und landen in Deutschland, in der Bundesrepublik. Wir landen bei dem Roman, der Heinrich Böll 1972 den Literaturnobelpreis einbrachte. Wir reisen natürlich zu Gruppenbild mit Dame. So, meine literarische Böllerei für dieses Jahr ist schon wieder durch, bevor sie uns allen noch bevorsteht. Ich weiß, ich bin ein bisschen zu stolz auf dieses Wortspiel, aber ich glaube, ich habe in meinem Leben erst 3 oder 4 mir ausgedacht und die muss ich dann halt auch zu Tode reiten. So ist es, ein bisschen traurig, aber wahr. Könnte Heinrich Böll etwas für dich sein, falls du ihn nicht kennst? Ich denke, Heinrich Böll ist etwas für dich, wenn du auf diese metafiktionalen und postmodernen erzählerischen Spielereien eines Günter Grass noch keine Lust hast oder wenn dir das zu verkopft ist, wenn es dir vielleicht zu anstrengend ist, wenn du andererseits aber auch nicht mehr dieses plain runtergeschriebene, gute, aber eben auch relativ konservativ runtergeschriebene Erzählen eines Hans Faller da zum Beispiel nicht mehr magst, dann ist Heinrich Böll, finde ich, so ein ganz guter Mitten- oder Zwischenliterat für dich. So, ich schätze ihn sehr. Er ist natürlich ein Autor, der bei vielen Konservativen nicht hoch im Kurs steht, weil er ein offen links agierender, politisch denkender Autor war, der seine politische Ansicht auch in seinen Romanen üblicherweise untergebracht hat. Ich mag ihn aber sehr gerne. Ich finde, dass er sehr lustig schreibt. Er hat durchaus Humor. Die Themen, die er verhandelt, finde ich auch aufregend. Er behandelt natürlich die nationalsozialistisch geprägte Gesellschaft der Bundesrepublik, in der also immer noch die alten Nazis in den hohen Posten arbeiten, ne, eben der alte Wein in neuen Schläuchen. Und die Marktwirtschaft mit all ihren bizarren Ausformungen hat jetzt auch Einzug gehalten und beengt bzw. beeinflusst das Individuum, auf das sich Heinrich Böll eben auch konzentriert. Die Prüderie der modernen Gesellschaft war ihm auch häufig ein Dorn im Auge. Auch in diesem Buch ist das wieder bemerkbar. Kommen wir doch aber mal zum Inhalt dieses Buches. Und hier würde ich ganz gerne unterscheiden. Einmal die Figurenhandlung rund um Leni und dann aber auch noch das Ganze, was der Verfasser am Feuerwerk wirklich abbrennen lässt, denn das ist der Rede wert. Leni wird in den Jahren des Zweiten Weltkriegs vor allem porträtiert. Sie ist zu Beginn des Zweiten Weltkriegs eine 19-jährige, sehr junge Frau. Ihr Vater ist ein Großindustrieller, der vor allem durch Bunkeranlagen für das Deutsche Reich sehr reich wird. Ne? Bis er dann alles verspielt infolge eines Skandals, infolge eines Finanzbetrugs, auf den ich gleich nochmal zu sprechen komme, denn der ist auch wunderbar inszeniert. Leni verliebt sich in ihren Vetter Erhard. Der muss allerdings gemeinsam mit dem Bruder Heinrich dann auch in den Krieg und stirbt unter ominösen Umständen. Ich will jetzt hier auch nicht alles vorwegnehmen. Das Interessante ist, dass wir Leni selber nicht sprechen hören, sondern der Verfasser, auf den ich gleich nochmal besonders eingehe, trifft sich mit ganz vielen Freunden von Leni, mit Familienmitgliedern, mit Bekannten, mit einer Nonne oder mit mehreren Nonnen, bei denen Leni eine Zeit lang gewohnt hat. Und darüber, über diese Zeugenaussagen, konstruiert er also das Bild dieser jungen Frau. Das ist die eine Handlungsebene, die dann auch eben durch diese Pleite des Vaters bedroht wird. Sie kann nicht mehr ihr sorgloses Leben führen, sondern muss arbeiten. Als natürlich immer noch sehr junge Frau arbeitet sie dann in einer Kranzbindewerkstatt. Ja, also gerade für gefallene Soldaten werden dort Kränze erstellt. Das ist alles viel skurriler und viel lustiger gestaltet, als sich das jetzt anhört. Also Heinrich Böll verbindet hier die Brutalität der Bomben und der Toten der Zivilbevölkerung im Zweiten Weltkrieg mit einer doch sehr grotesken und lustigen Art und Weise. Da ist man also auch bei der Blechtrommel natürlich. Zumindest einige Male habe ich schon daran gedacht, welche Parallelen und Ähnlichkeiten es hier in erzählerischer, thematischer und eben auch so perspektivischerweise gibt. So, dort in dieser Bindeanstalt lernt sie Boris kennen. Boris ist ein sowjetischer Kriegsgefangener, mit dem sie eine Liebesgeschichte beginnt, die natürlich verborgen bleiben muss vor den Augen der deutschen Mitarbeiter. Das heißt, die beiden treffen sich immer dann, wenn die Bomben fallen, ja, wenn die Alliierten wieder ihre Bomben über der unbenannt bleibenden Stadt, die aber offenbar Köln ist, abwerfen. Sie treffen sich dann in den Grüften und so heißt es auch, das ist das Sowjetparadies unter den Grüften.
Das ist eine der, sagen wir mal, lustigen Wendungen des Verfassers. Nach diesem Zweiten Weltkrieg erleben wir Leni eben in den 70er Jahren in dieser westdeutschen Gesellschaft, in einer sehr prüden westdeutschen Gesellschaft, weil sie sich auf einen Gastarbeiter aus der Türkei eingelassen hat, wird sie von allen als Dirne, als Metze bezeichnet. Man schneidet sie. Ja, sie gilt einfach in dieser so prüden, spießigen westdeutschen Gesellschaft als eine Aussätzige. So, das ist im Prinzip Leni. Leni wirkt aber sehr resolut. Sie ist freundlich gegenüber ihren Mitmenschen. Sie ist hilfsbereit. Sie ist ja offenbar auch tolerant und vorurteilsbefreit. Ja, sie lässt sich auf jene ein, die eben damals ungerecht behandelt wurden, die Kriegsgefangenen, auch andere politische Gefangene und dann eben später auch Gastarbeiter. Und all das macht Heinrich Böll jetzt dadurch, dass er einen Verfasser einsetzt, der zu Beginn sehr darum bemüht scheint, objektiv und neutral zu wirken. Das wird in einer auch, wie ich sagen muss, skurrilen Art und Weise verdeutlicht, denn der Verfasser schreibt über sich immer in der dritten Person. Er schreibt immer, der Verfasser traf sich hier mit der Nachbarin von Leni und ihm wurde Folgendes mitgeteilt. Manchmal kürzt sich der Verfasser auch als Verf ab. Also es hat hier durchaus dann auch diesen bürokratischen, angestrengten Ton, der sehr trocken und verkopft wirkt und natürlich alles andere als literarisch spritzig ist. Aber damit spielt er. Er bricht, also Heinrich Böll bricht dieses Prinzip des neutralen Schreibens dann natürlich auch auf. Zum Beispiel, wenn er einen Lexikon-Eintrag zitiert, um auf Gefühle zu stoßen. Er möchte also sich erstmal absichern in der Realität, wie man über Gefühle schreibt. Was ist denn Leiden? Was sind Tränen? Was ist Weinen? Was ist die Freude? Er zitiert also diese Lexikon-Einträge und benutzt die im fortlaufenden Text dann auch nur noch in der abgekürzten Variante. Also zum Beispiel, Leni war jetzt betroffen von L1 und danach kam auch noch L2. Ja, denn es gibt Leiden und dann gibt es auch noch Lust zum Beispiel und da muss er die also auch nochmal mit 1 und 2 beziffern. Dadurch ergibt sich vielleicht dann etwas Kompliziertes, aber natürlich auch ein brüllend komisches Verfahren. Zumindest ging es mir so, denn man versteht trotzdem immer noch relativ genau durch den Kontext, ja, welche Gefühle hier gerade eigentlich behandelt werden. Also dieser Verfasser ist doch sehr darum bemüht, zum einen durch ganz viele Zeugeninterviews auf die Spur dieser jungen Leni zu stoßen, was sie dann erlebt hat. Und gleichzeitig baut Heinrich Böll seinen Verfasser, wie ich finde, mit sehr intelligenten und natürlich postmodernen Möglichkeiten zu einem Vexierspiel auf. Also wer ist dieser Verfasser? Woher kommt er? Was ist eigentlich seine Intention? Wir wissen es nicht. Aber offenbar ist er daran interessiert, dieser Leni jetzt nicht unbedingt ein Denkmal zu errichten, das wäre viel zu pathetisch ausgedrückt, aber er hat gemerkt, dass diese Leni in der Bundesrepublik und auch im Zweiten Weltkrieg eine unorthodox denkende und eine liebevolle Frau ist und er möchte sich für sie stark machen. Das ist es dann. Und im Laufe dieses Romans wird der Verfasser auch immer stärker ins Bild gesetzt, also wird immer deutlicher als Figur erkennbar, weil er dann zum Beispiel seine Interviewpartner auch nur noch danach ausrichtet, bei wem er den leckereren Tee bekommt, wo er rauchen darf. Also er hätte zum Beispiel die Möglichkeit, zwei Nachbarinnen von Leni zu besuchen, um über eine Episode zum Beispiel mit Boris informiert zu werden. Und dann schreibt er eben, naja, aber hier gab es den leckeren Kuchen und ich musste meine Zigarette nicht in diesem winzigen Aschenbecher der anderen Nachbarin ausdrücken, deswegen ging ich zu Nachbarin A. Ja, und er lässt dann auch keinen Zweifel daran, dass Leni für ihn eine sehr sympathische Figur ist. Also er drückt dann auch Antipathien und Sympathien aus und tritt eben immer stärker in den Vordergrund. Das ist eine sehr charmante Möglichkeit, mit dieser Erzählkonstruktion zu spielen, eben über Konstruktionen von Text nachzudenken, über die Neutralität eines Beobachters, der natürlich bei der Behandlung des Zweiten Weltkriegs nicht neutral sein kann und der auch bei diesen ganzen Scheußlichkeiten der Bundesrepublik kaum neutral sein kann, wenn er zumindest wie Heinrich Böll einen linken Blick auf die Verhältnisse hat. Mir hat dieses Buch sehr gut gefallen. Mancher Witz ist vielleicht etwas an den Haaren herbeigezogen. Also dieses Sowjetparadies unter den Grüften zum Beispiel fand ich persönlich etwas ausgelutscht. Also das benutzt er zu häufig, ohne dass mir jetzt erkennbar wäre, wo da der große Reiz geschieht. Aber andere Episoden fand ich dann doch sehr, sehr lustig. Zum Beispiel eben der Vater von Leni, der ja seinen großen Betonbetrieb dann vor die Wand fährt durch einen Finanzskandal. Denn er möchte offenbar einfach an Steuern etwas sparen und installiert dann einen Finanzberater, der für ihn eben verschiedene, was macht er denn? Da geht es dann um verschiedene Aufträge, die er eben aufbaut und inszeniert, die aber so nicht stattgefunden haben, damit man eben an Steuern sparen kann. Und dieser Finanzbeauftragte ist aber ein Slawist,
Ja, der hat Slawistik studiert, ist also ein Fan der russischen Literatur und überlegt sich jetzt ganz verschiedene Namen aus der Hochliteratur, der russischen Literatur, die jetzt angeblich mit dem Vater Geschäfte gemacht haben. Und wiederum ein anderer Slawist, der für das Finanzamt arbeitet, bekommt diese Dokumente dann einfach in die Hände. Er muss das also prüfen, um herauszufinden, wie viel der Vater von Leni zurückerhält oder irgendwie zahlen muss. Und dann sieht er aber, es ist ja komisch, der eine heißt Raskolnikow, der andere ist Tolstoi. Dann gibt es hier einen Wronski, einen Karenin. Das ist ja wirklich sehr, sehr komisch. Und so kommt das Ganze dann, sozusagen auf das Tapet der Öffentlichkeit. Diese Firma wird verstaatlicht wahrscheinlich, der Vater kommt in den Knast, die Familie verliert alle Besitztümer und deswegen muss Leni jetzt eben arbeiten. Und das sind wirklich, wie ich finde, immer ganz lustige, humorvolle Möglichkeiten, auch die Literatur zu feiern, den Leser mit literarischen und humorvollen Köstlichkeiten zu verwöhnen, aber gleichzeitig natürlich auch etwas auszusagen über die Manipulationen, über das Eigeninteresse der Leute im Zweiten Weltkrieg. Heinrich Böll, beziehungsweise der Verfasser, integriert auch verschiedene angebliche Soldatentexte in seinen Text, die dann ganz schwülstig sind und vom Ehrentod handeln, ja, oder vom Patriotismus oder vom Führerkult. Also so ganz schlecht geschriebene, kitschige Texte, die uns dann auch nochmal etwas von der Zeit verdeutlichen. Und das macht er an mehreren Stellen. Also er arbeitet auch mit Fremdtexten, die eingebaut werden. Es ist auch ein kompositorisch auffälliger Text, sagen wir mal so. Kommen wir zum Ende, denn ich glaube, ihr habt jetzt schon ungefähr herausgefunden, worum es in diesem Buch geht und wie es verfasst ist. Ich mag dieses Buch, es hat sehr viele nicht immer hundertprozentig gelungene erzählerische Mittel. Manches fand ich auch etwas zu strapaziert, irgendwann ist es vielleicht auch ein bisschen anstrengend. Es gibt zahlreiche Wiederholungen, der Text ist mit 450 Seiten auch sehr dick. Und ich hatte jetzt das Glück, dass ich an zwei freien Tagen dieses Buch wirklich hochkonzentriert durchgelesen habe. Und dadurch habe ich dieses Buch tatsächlich sehr schätzen gelernt. Wenn ich das in einer Arbeitswoche gelesen hätte, vielleicht wäre es was ganz anderes. Das wäre wahrscheinlich ein ganz anderes Spiel geworden. Ich möchte diesem Buch 9 von 10 Punkten geben. Es ist für mich also wirklich ein meisterliches Buch. Vermutlich realistisch lande ich so bei 8 Punkten. Ja? Deswegen gebe ich mal 8,5 Punkte. L'Adultera von Theodor Fontane schaffen wir jetzt vielleicht auch noch. L'Adultera ist eine Novelle von 1882. Vielleicht einige wenige Kontextfakten dazu. 1875 war es in Preußen zum ersten Mal legal, sich scheiden zu lassen. Das spielt in diesem Büchlein auch eine Rolle. Berlin spielt eine Rolle, was ja Ende des 19. Jahrhunderts auch zur Weltstadt aufstieg. Das erkennt man zum Beispiel auch an den zahlreichen fremdländischen Namen. Von der Straten, ja, das sind unsere beiden Hauptfiguren, das Ehepaar von der Straten. Außerdem zum Kontext, Theodor Fontane war zum Zeitpunkt der Verfertigung dieses Buches schon über 60, ich denke 63 Jahre alt, da wurde er 1819 geboren. Das heißt, er war jetzt durchaus schon ein betagter Schriftsteller, aber die großen Werke kamen ja dennoch noch. Also dieses Buch ist noch verfasst worden vor der Ephibrist, vor Irrungen, Wirrungen, vor dem Stechlin. Er steht also noch relativ zu Beginn seiner literarischen Karriere, wenngleich er reiche und mehr Jahrzehnte lange Erfahrungen hat in Bezug auf Theaterkritiken und in Bezug auf Reiseschriftstellerei. Reiseberichte hat er nämlich auch verfasst, schon in früheren Jahren, und das bemerkt man. Theodor Fontane ist, falls ihr das jetzt auch noch nicht so kennengelernt habt, er ist ein Meister der Kausarien, also der gehaltvollen, geistreichen Plaudereien, in denen es meistens um die Zeitgeschichte geht. Die unterhalten sich hier zum Beispiel, also auf großen Abendgesellschaften, über Bismarck reden sie. Sie unterhalten sich über die drohenden Kriegsgefahren zwischen Deutschland und Frankreich, beziehungsweise halt im Deutschen Reich und Frankreich. Es geht um die Kunst der Zeit, um Wagner-Opern, um andere Musiker und so weiter und so fort. Natürlich hat vieles davon die Relevanz heute verloren. Ja, vieles davon hat sich durch die Jahrzehnte in der Bedeutung abgewaschen. Aber trotzdem ist ja dieses geistreiche Parlieren immer noch erkennbar. Theodor Fontane ist ein ganz wunderbarer Stilist in Bezug auf seinen Wortschatz. Er hat einen sehr großen Wortschatz, zum Beispiel medisieren, lästern oder schmähen. Ridicule für lächerlich, also das Französische hat immer eine große Rolle gespielt. Diversion, Spaß, prätendieren, den Anspruch erheben auf etwas oder ganz toll, perhorrescieren, etwas ablehnen oder die Caprice für die Laune. Also ich schreibe mir da auch gerne etwas raus, weil ich davon einfach profitieren möchte. Also ich möchte auch diesen großen und sehr schönen, wandlungsfähigen und mehrzüngigen Wortschatz von Theodor Fontane haben. Und dann ist sein Stil auch besonders, weil er eine
einzigartig, geistreiche, ironische, aber dennoch treffende Weise gefunden hat, Figuren zu charakterisieren. Also in wenigen Sätzen schafft er es eben, gleichzeitig Bedrohungen oder Ängste von Figuren einzufangen, die er aber nicht bloßstellt, über die er sich nicht lustig macht, die er aber dennoch mit einem gewissen Humor dem Leser präsentiert. Und das ist so einzigartig. Ich liebe Theodor Fontane dafür, weil er wirklich einen sanften Blick auf das Menschliche geworfen hat. Bei ihm sind alle Figuren erstmal berechtigt, ein Leben zu führen, ein Glück zu finden, und das unterschlägt er auch niemals. Das finde ich wirklich ganz, ganz besonders, weil man Theodor Fontane, wenn man ihn nicht kennt und wenn man jetzt nur noch Modernes, Gehyptes liest, ja für einen alten weißen Mann halten könnte, der doch in seiner reichen Blase schrieb und nur für das reiche Bürgertum gearbeitet hat. Das stimmt einfach nicht. Er war ausgestattet mit reichen psychologischen und emotionalen Fähigkeiten. Er hat sich immer wieder hineingedacht in vor allem auch junge Frauen, die unter gesellschaftlichen und familiären Problemen standen, ja, die eben viel zu früh in Ehen gezwungen wurden. Und er fühlt sich in diese jungen Frauen ein und kann dann eben herausfinden, warum sie denn einfach nicht das Glück gefunden haben, das man ihnen vielleicht von außen unterstellt hat. Das ist bei der Effi Briest so, das ist aber auch hier so, bei Melanie von der Straaten. Ganz kurz zur Handlung, aber ich will darauf gar nicht so sehr eingehen, denn das könnt ihr alle für euch selber in Erfahrung bringen. Es erinnert uns natürlich auch an Geschichten wie die Effi Briest, die hatte ich jetzt schon erwähnt. Es erinnert uns an die Madame Bovary, an Anna Karenina, denn es geht ja tatsächlich um einen Ehebruchsfall. Kommerzienrat von der Straaten ist 50 Jahre alt, er ist ein, natürlich ein Beamter, er hat also relativ viel Geld, er steht hier hoch im Kurs, er ist Teil der höheren Gesellschaft in Berlin. Seine Ehefrau Melanie von der Straaten ist viel jünger als er, 20 Jahre alt, und er weiß auch, dass es diesen eklatanten Altersunterschied gibt. Er macht sich, wie gesagt, in einer leicht ironischen Weise darüber lustig. Wir erkennen aber, dass er wirklich verletzt ist und dass er wirklich Angst darum hat, dass er Melanie verlieren könnte. Er zeigt Melanie das, indem er sich auf dieses Bild von Tintoretto bezieht, das L'Adultera heißt. Ich werde euch das mal einblenden. Darauf sieht man Jesus, der eben einer Ehebrecherin beispringt und der versammelten, wütenden Männermenge entgegenhält. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Ja, das sind ja diese sehr bekannten Worte von Jesus. Das lässt uns schon vermuten, worum es in diesem Buch geht, nämlich es geht um den Schutz, um den moralischen Schutz von Ehebruch. Melanie von der Straaten lernt dann Ruben kennen. Ruben ist ein junger, attraktiver Kaufmann, der übrigens vom Kommerzienrat von der Straaten selbst ins Haus eingeladen wurde. Der hat sich also den Nebenbuhler, den er fürchtet, selber ins Haus geholt. Also auch da gibt es so ein paar ironische Wendungen. Theodor Fontane arbeitet sehr gerne mit diesen Gesprächen, mit diesen Causerien, ja, durch die man die Figuren kennenlernt, aber eben auch etwas über die Zeit in Erfahrung bringt, was wahrscheinlich für die damaligen Leser ganz interessant war. Er arbeitet aber immer auch mit Landschaftsbildern, also daher kommt seine Fähigkeit, beziehungsweise man erkennt seine alten Arbeiten, diese Reiseberichte erkennt man dann eben in den Szenen, wenn sich die Gesellschaft zum Beispiel an einem Fluss trifft, dann hat das auch immer wieder sehr malerische, schöne, poetische Landschaftsbeschreibungen. Der Beginn einer Affäre wird bei Theodor Fontane, soweit ich das jetzt herausgefunden habe, immer mit der Überquerung eines Flusses begonnen. Auch hier geschieht das. Ruben und Melanie sind eines Nachts unter einem Sternenhimmel eben in einem Boot, ne? Alleine nur die beiden, und Melanies Hand fängt an zu zittern, während sie den Fluss überqueren. Und dieses Zittern zeigt uns natürlich in einer sehr subtilen Art und Weise, die verlieben sich gerade ineinander. Auch das Subtile ist wichtig, um Theodor Fontanes Prosa zu verstehen, denn ganz vieles wird nur angedeutet. Also ein erster Kuss oder ein erster Sex wird immer nur in wenigen Sätzen weniger als angedeutet. Da wird zum Beispiel mal gesagt, dass Melanie und Ruben in einem Gewächshaus die heiße und schwüle Luft gleichzeitig und gemeinsam atmeten. Das ist ein wunderbares Bild. Ne? Das ist eine ganz sublime und subtile Andeutung dafür, dass hier gerade jetzt eine Zweisamkeit initiiert und begonnen wird. So. Das Besondere, um das jetzt noch kurz anzusprechen, ist eben auch, dass Fontane diese Melanie in keiner Weise als Dirne oder als amoralisch bezeichnet. Denn es kommt nochmal zu einer Auseinandersetzung, es kommt zu einem Gespräch des Kommerzienrats mit seiner Ehefrau Melanie. Da sagt der Kommerzienrat so ganz schonungslos offen und eben auch warmherzig, schau mal, die Bibel, liebe Melanie, ist so voller Sünden. Das, was hier gerade geschieht, dieser Ehebruch, ist für mich ein Klacks. Ich bin bereit, darüber hinwegzusehen, und ich bin auch bereit, dieses Kind in deinem Bauch als meines anzuerkennen. Bitte bleib bei mir.
Also er ist hier nicht toxisch, er ist nicht aggressiv, sondern öffnet sich, zeigt seine Verletzlichkeit. Und ich finde, das ist ein wirklich so reifes Bild tatsächlich auch, was man selten liest. Denn dieser Kommerzienrat wird dann nicht das erhalten, was er sich wünscht. Also er bleibt eigentlich als eine erfolglose, aber nicht lächerliche Figur zurück. Und auch Melanie und Ruben werden eben ein zweites Eheglück finden. Und da hat, finde ich, Fontane immer wieder gesellschaftliche Möglichkeiten, durch eine ganz kühle und eigentlich emotionsfreie Weise auch mitgestaltet. Also er hat gesagt, dass dieses neue Eheglück doch völlig legitim ist. Warum sollte man sich darüber aufregen? Das wird dann eben mit einer Ruhe geschildert, das wird mit einer Selbstverständlichkeit dargelegt und eben auch ausgeführt in einer dann neuen Häuslichkeit von Ruben und Melanie. Nicht mehr ganz so reich, Ruben verliert viel von seinem Geld, aber das stört Melanie nicht. Also es wird dann auch überführt von einer, sagen wir mal, großbürgerlichen Erzählweise in einer Arbeitsgemeinschaft. Also wirklich eine Ehe von zwei Arbeitenden. Das hat man, glaube ich, so innerhalb dieser Literaturschicht, die sich ja eher auf das Großbürgerliche und Adelige konzentrierte, selten gelesen. Okay, jetzt habe ich, glaube ich, doch wieder relativ gespoilert. Aber das sind für mich so Elemente gewesen, die auf jeden Fall euch auch zeigen sollten, warum ich Theodor Fontane so schätze. Weil er gut schreiben kann, weil er sich auf das Menschliche konzentriert, weil er jedem das Recht zugesteht, für sich selber glücklich werden zu wollen, weil er ein Fürsprecher und sogar manchmal ein Streiter für gesellschaftliche Veränderungen war, im Sinne der heutigen modernen freiheitlichen Gesellschaften. Da kann man Theodor Fontane wirklich durchaus als einen frühen, naja, nicht unbedingt kriegerischen Durchsetzer erkennen, aber jemanden, der das auch so unterstützt hat, was sich dort getan hat. Zum Beispiel die Möglichkeit, erneut zu heiraten. Warum denn nicht? Das ist alles ganz wunderbar. Auch das Nachwort ist wunderbar, es ist skurril und versucht Theodor Fontane als Gegner der Bourgeoisie darzustellen. Denn es ist ein DDR-Verlag, den ich hier jetzt gelesen habe. Gut, das ist ein bisschen skurril, Theodor Fontane zum Arbeiter- und Bauernliteraten zu erheben. Aber das ist dadurch auch sehr lustig und ich empfehle gerade diese Ausgabe im Verlag. Lasst mich mal nachschauen. Greifen Verlag zu Rudolstadt. Das klingt ja auch toll. Rudolstadt hatte mal einen eigenen Verlag. Haben Sie das immer noch? Ich weiß es nicht. Ich war noch nie in Rudolstadt. Wart ihr schon in Rudolstadt? Und was haltet ihr von Theodor Fontane? Schreibt es gerne in die Kommentare. L'Adultera, die Ehebrecherin von Theodor Fontane aus dem Jahr 1882, erhält von mir 7 von 10 Punkten, weil mich doch manche der Kausarien inhaltlich überhaupt nicht interessiert haben, weil mir einige Punkte zu spärlich angedeutet werden, weil es dadurch auch psychologisch manchmal etwas vage und unbestimmt bleibt, aber es ist lesenswert. Freundinnen und Freunde der gepflegten Worte auf dem weißen, edlen Papier. Es ist spät geworden, die Stimme ist brüchig und bedarf eines Tees zur Schmierung, damit man sich auf die weiteren Festivitäten des Tages konzentrieren kann. Und das bedeutet für uns, dass ich in einem nächsten Teil folgende Bücher besprechen werde. Günther de Bruyne, Preisverleihung. Ein DDR-Büchlein, in dem es um unterschiedliche Arten und Interpretationen von zeitgenössischer Literatur geht. Torrey Peters, The Transition Baby, ein Skandalroman aus den Vereinigten Staaten mit zwei Transfrauen als Protagonistinnen. Gerd Hauptmanns kurze Erzählung Der Ketzer von Soana von 1918. Hierin illustriert uns der Literaturnobelpreisträger von 1912 ein Tauziehen zwischen dem Guten und dem Bösen und das Ganze vor der majestätischen Kulisse des Monte Generoso im Tessin. Es kommen ganz viele antike und biblische Bilder vor. Es ist also ein symbolträchtiger Text. Außerdem besprechen wir die Vergessene, die in Vergessenheit geratene Ida Boyette mit ihrem Roman Empor. Ihr habt vielleicht den Trend zuletzt oder sogar den Hype auf BookTube mitbekommen. Man spricht jetzt wieder über die vergessenen Literatinnen und Literaten. Und liebe Leute, an der Stelle merke ich einfach, wie schlecht ich in marketingtechnischer Hinsicht bin. Denn es klingt natürlich viel, viel toller, wenn man Bücher wie Aus guter Familie, ja, oder Die Betrogenen von Ilse Frappan oder Der Rangierbahnhof von Helene Böhlau oder Schicksale einer Seele von Hedwig Dohm unter der Prämisse bespricht, dass es sich hier um Vergessene handelt, denn das lässt natürlich Gedanken auferstehen wie, wurde hier gecancelt oder ist die Gegenwart einfach nicht mehr in der Lage, diese hohe Literatur zu verstehen? Also es wirkt einfach doch viel spannender und ich gelobe Besserung bei dieser Selbstvermarktung. Also bald die Vergessene und die heute aus welchen Gründen eigentlich nicht mehr gelesene Ida Boyette? Dazu an anderer Stelle mehr. Jetzt wünsche ich euch natürlich erstmal ein tolles Fest, so ihr denn feiert.
Wir sehen uns im Jahr 2024, liebe Leute. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Lasst die Korken knallen. Ich beginne jetzt auch mit der Sause, denn ich gehe in die Küche, ich mache mir einen leckeren Orangentee und esse vielleicht sogar einen halben Lebkuchen. Ich weiß, es ist ein romanhafter Auftakt in dieses Silvesterfest. Bis bald. Ciao, ciao.